Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part der Karriere, der Sprint to Glory mit Chelsea. Wir haben einen ersten oder zwei ganz gute Jugendspieler, ja, relativ früh, sonst so früh kommen eigentlich noch nie gute Jugendspieler. Sind jetzt auch nicht so heftig, der ist 21,85. Werden wir mal holen. Wir gucken mal, vielleicht könnte noch was möglich sein. Vielleicht, wir werden sehen. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr täglich dabei seid, den werden wir auch einfach mal holen. Ne? Und wie immer bis zum Schluss dranbleiben. Ihr wisst es, für die Watchtime, damit die Videos besser angezeigt werden, bleibt bis zum Schluss dran. Ihr kennt das Ganze ja. Und ja, nicht vergessen, abonnieren, Kommentar schreiben. Kommentar schreiben, auch sehr, sehr wichtig. Ihr wisst es, damit die Videos besser angezeigt werden, ja, auch wichtig. Unterstützt ihr mich, für euch kein großer Aufwand. Und ihr könnt noch reinschreiben, ja, welche Mannschaft ihr beim nächsten Mal in diesem Sprint to Glory Projekt sehen wollt. Denn wie immer, ihr wisst es, schneller als ihr denken könnt, ist diese Karriere hier mit Chelsea auch schon wieder vorbei. Und dann geht es natürlich direkt weiter mit der nächsten Mannschaft. Also gerne jetzt eure Wünsche in den Kommentaren äußern. So, wir werden mal schauen, wie wir es machen. Wir haben jetzt erstmal Moukoko in den Sturm gepackt für Lukaku. Das Ding ist, wir haben natürlich jetzt hier auch einen guten Jugendspieler mit 85. Wir natürlich auch reinstellen könnten, weil Moukoko hat halt erst eine 73, ne? Das ist halt vor allem, weiß ich nicht, wir können uns das, ne, ihr wisst es, wir können natürlich hier bei so Top-Vereinen wie Chelsea, bei Dortmund kannst du dann natürlich eher nochmal so Moukoko mehr spielen lassen, weil die Ziele bei Dortmund natürlich nicht ganz so hoch sind wie bei Chelsea und du dann bei Chelsea natürlich eher rausgeworfen wirst, wenn es halt nicht läuft. Deswegen ist halt so die Frage mit Moukoko. Ich glaube, wir packen den erstmal nochmal auf die Bank und dann packen wir Langer, würde ich sagen, erstmal in den Sturm. Der fühlt sich natürlich nicht wohl, weil der Mittelstürmer sein will. So fühlt er sich wohl. Nice. Und den Verkatauren, oder wenn er so richtig ausgesprochen wird, kommt auch noch auf die Bank. Würde ich sagen, schauen wir so in die neue Saison. Mal sehen. Reyna verbessert sich leider auch nicht so gut. Irgendwie, weiß ich nicht. Wir hatten eine Saison, ne, oder in der einen Dortmund-Karriere, da hat sich Reyna richtig krass verbessert. In allen anderen Karrieren einfach fast gar nicht. Also ganz kurios irgendwie. Aber naja, gut. Was soll's. So, wir schauen mal. Ab geht's. Relativ schwache Gegner, würde ich sagen, hier im Vorbereitungsturnier. Außer Marseille. Junge, diese Western, was ist das? Western United FC, die sind irgendwie immer. Die sind immer dabei. Aber kann sein, das wird wahrscheinlich irgendeine Mannschaft aus der MLS sein oder so, ne? Ey, der hat zweimal unentschieden. Und eine Niederlage und wir sind trotzdem weiter mit zwei Punkten. Wie geht das denn? Alter, ganz kurios. Finale gegen Marseille verloren. 5:4 im Elferschießen. Naja, das Ding ist, wir hätten dieses... Oh, das ist bitter. Wir hätten um alle 7 Titel mitkämpfen können, oder nicht? Ah nee, wir haben die Champions League gar nicht gewonnen. Stimmt. Korrekt. Auf jeden Fall Supercup gegen City auch direkt verloren. Beste Leben. City Zweiter geworden letztes Jahr. Wir Erster. City allerdings, erste Liga spielt 3-1 verloren, läuft bei uns schon wieder. Zweites auch 3-2 verloren. Hey, Digi, was ist hier los, Mann? Ich habe gar nichts geändert an der Mannschaft. Einfach nur ein Stürmer, Lukaku rausgepackt. Vielleicht war Lukaku dann doch wichtiger für uns, als wir irgendwie dachten. Lukaku verbessert sich halt nicht mehr. Pokal schon wieder so früh. Wir spielen immer so früh im Pokal gegen City, ne? Also City ist wirklich der Gegner, gegen den wir hier mit Chelsea am häufigsten spielen. Das ist krass. Ob Pokal, Champions League, immer. Direkt raus, Alter. Läuft bei uns. Also City hat uns bislang richtig vermöbelt in dieser Saison. Ich meine, letztes Jahr sind wir Meister geworden. City hat die Champions League gewonnen. Das heißt, jeder hat einen großen Titel geholt. Was jetzt besser ist, muss dann jeder für sich entscheiden. Aber dieses Jahr hat uns City vermöbelt. Und wir haben jetzt schon wieder dreimal unentschieden gespielt. Wichtig, der Sieg gegen Newcastle. Es läuft schon wieder gar nicht. 1-0. Ey, unsere Mannschaft ist... Ich weiß nicht, warum. Unsere Mannschaft ist so stark, Mann. Ohne Witz. Vielleicht ist das Problem, dass wir einfach ohne Innenverteidiger spielen. Wir spielen mit zwei Außenverteidigern und dann Bellingham quasi als ZTM. Das könnte vielleicht das Problem sein, aber auch nur ganz vielleicht. Ja, ich glaube schon fast nicht, dass es ohne Innenverteidiger sehr schwer wird. Nee, war natürlich ein Spaß. Das wird wahrscheinlich das Problem sein, aber egal, wird schon so irgendwie funktionieren. Du gewinnst 3-0 gegen ManU und verlierst 3-1 gegen Brentford. 1-0 gegen Dynamo Kiew in der Champions League. Sollte, denke ich mal, reichen fürs Weiterkommen. Ich denke mal, Platz 1 wird schwer, aber Platz 2. City, endlich mal gewonnen in dieser Saison. Erster Sieg, dann unentschieden gegen Liverpool. Kann ich mit leben, unentschieden gegen Liverpool. Vor allem, wenn du vorher gegen City gewonnen hast und dann eine Woche später 3-0 gegen Leeds gewinnst. Dann noch 3-2 gegen Tottenham. Dann kann man so ein Unentschieden sich auch auf jeden Fall mal erlauben. Zweiter Pokal steht ja noch an. Da sind wir noch drin. Im ersten Jahr, ihr habt es gesehen, gegen City rausgeflogen. 3-0 gegen Southampton. 1-0 gegen Brentford, Pokal 3-0 gewonnen gegen
Stevenage oder so, Stevenage Football Club, läuft und dann 3-1 verloren gegen Rochdale. Rochdale AFC, 2-1 auch gegen Wolverhampton verloren. Also in Sachen Meisterschaft können wir, glaube ich, schon wieder alle Ambitionen abhaken. Aber sowas. Einfach dreimal in Folge verloren, dann gewinnst du 5-0 gegen Burnley. Also Meisterschaft ist, glaube ich, jetzt abgehakt. 1-1, dann wenigstens Champions League. 2-1, knapper Sieg, aber sollte hoffentlich reichen. Dann Walsall, dann geht es gegen Manu im Pokal. Wird natürlich auch nicht leichter jetzt. Die Pokalgegner 3-2 gewonnen. Okay, 3-1 gegen Juve. Kann man machen. Damit sind wir erstmal im Viertelfinale. 4-0 gegen Aufsteiger Blackburn Rovers. Brighton of Albion 2-2 habe ich gar nicht gesehen. Schon wieder gegen City. Meine Güte, ziehen wir eh wieder in Kürzeren. Oh, oder auch nicht. 3-0. Kann man machen. 2-0 gegen Liverpool. 2-2 reicht. Dann gegen Barca, Everton, Manu vorher und Pokal gegen Leeds. 1-0 gegen Everton. 2-1 gegen Manu. Gut, kann passieren. Pokal 2-1. Barca 3-0. Stark. Pokalfinale schon wieder gegen City. Ey, ich sag's euch, das ist doch unfassbar, Mann. 3-0 und dann Finale gegen Real. Oh mein Gott, gegen diesen letzten, nee, vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr insgesamt nach Hin- und Rückspiel 4-0 ausgeschieden und wir ziehen schon wieder den Kürzeren. Aber in der Champions League haben wir City weggehauen und letztes Spiel auch noch gegen City. Ey, wir haben diese Saison 6-mal oder 7-mal gegen City gespielt, ich weiß nicht mehr. 3-1 verloren und immer den Kürzeren gezogen, außer Champions League. Müssen kurz stoppen. 2-1 gewonnen, let's go. Let's go, Champions League. Erster Champions League-Titel, ne? Muss man mal dazu sagen. Letztes Jahr ja im Finale gegen City verloren. Dieses Jahr also den ersten Champions League-Titel eingefahren. Meisterschaften wird auf keinen Fall Fünfter nur. Oh mein Gott. Ja gut, wir sind Champions League-Sieger, von daher sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ist Arsenal gerade Erster geworden? Habe ich es richtig gesehen? Ja, ne? Arsenal ist Meister geworden. What? Okay. Arsenal machen wir auch noch eine Sprint to Glory mit. Die haben auch eigentlich sehr, sehr viele gute junge Spieler, muss man sagen. Smith Rowe, Ødegaard, wen haben sie noch? Saka, also einige gute junge Spieler, die man auf jeden Fall auch noch entwickeln kann. In echt läuft es ja mittlerweile auch ein bisschen besser. Anfang der Saison war ja sehr, sehr schwach, muss man sagen. Mittlerweile sind die, glaube ich, sogar Vierter oder so. Vierter, Fünfter. Am Anfang waren die, glaube ich, 13., 14. nach 5, 6 Spielen. Also mittlerweile haben sie sich ein bisschen gefangen, muss man sagen. So, schau mal, wie sich unsere Spieler verbessert haben hier. Ich hoffe gut, wie immer. Werner, 91, Alter, stark. Langer, korrekt, keinen einzigen Punkt. Pulisic, ein Punkt. James auch. Bellingham auch. Chilwell auch. Foden, glaube ich, nicht. Havertz aber und Mount sind hochgegangen. Bellingham fühlt sich nicht wohl. Müssen wir noch ZM ziehen. Da hat er einen weniger. Was soll das denn? Aber ZDM auch. Ja, Brudi, soll ich dieses linke Mittelfeld ziehen? Da fühlt er sich auch nicht wohl. Ja, was soll ich machen? Ja, wo will der denn spielen? Innenverteidiger oder was? Meine Güte, das war's von der heutigen Folge, Leute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Ich weiß nicht, was wir mit dem Kollegen machen sollen. Schreibt wie immer gerne einen Kommentar, welche Mannschaft ihr als nächstes sehen wollt. Dann machen wir es halt so. Mokoko ist auf 76 übrigens. Und der ist auf 87 stark. Dann packen wir den, glaube ich, eher rein. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja? Also gerne kommentieren, welche Mannschaft ihr als nächstes, 98 Mbappé, als nächstes sehen wollt. Hier Drinkwater ist auf einer 59 WTF. Und dann schauen wir mal, welche Mannschaft als nächstes hier drankommt. Macht's gut, haut rein und...